Die schwangere Elena ist im Beisein von Ehemann David für die Spezialsprechstunde von Gynäkologin Christina Trautner angemeldet. Die werdende Mutter hat eigentlich erst in 2 Wochen ihre nächste Routineuntersuchung, macht sich aber wegen unklarer Beschwerden offenbar Sorgen. Alles gut? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich habe ein bisschen Probleme, glaube ich. Irgendwas stimmt, glaube ich, nicht. Also, ist so ein Ziehen im Bauch und ich habe so einen ganz unruhigen Schlaf und ich fühle mich einfach insgesamt unwohl. Und ich dachte, also ich hatte auch schon so ein bisschen was dazu gelesen und dachte, bevor ich da mir selber einen Riesenkopf mache, komme ich einmal. Haben Sie Blutungen? Blutungen? Nein. Irgendwas, was unten rausläuft, Flüssigkeit? Nein. Nichts. Okay. Na gut, das hört sich ja nicht ganz so schlimm an. Wir gucken, ne? Wir ziehen einfach den Ultraschall jetzt vor, den wir in 2 Wochen gemacht hätten und gucken mal eben, was da unten los ist. Ja, einverstanden? Wunderbar. Damit der Druck weggeht. Frau Hölzer war eine Patientin, die wir ja bereits kannten. Als sie mich anrief und über ihre Probleme klagte, merkte ich am Telefon, sie ist sehr nervös. Und da haben wir sie natürlich dazwischen genommen. Ihren Mann lernte ich da das erste Mal kennen und empfand ihn eigentlich als sehr ruhig und sympathisch. Ich dachte, er könnte da vielleicht seine Frau etwas beruhigen. Doch dann kam die Diagnose der Ärztin und die war für uns alle ein echter Schock. Guck mal, da sehen Sie Herzaktion. Ich kann jetzt schlecht hinzeigen. Das Pulsieren, ja. Da das Kleine? Ja. Ja. Birgit, nimm mal den Finger weg. Oh. Oh, jetzt habe ich einen. Ist alles okay? Nee, warte mal, einen kleinen Moment. Lass mich mal eben gucken. Ja. Ich sehe da eine kleine Veränderung. Da ist kein Hämatom, nichts, weswegen da die Schmerzen erklärbar sind. Aber wir müssen gleich kurz was zum Kind besprechen. Ja? Okay. Okay. Pass auf, ich gehe erst mal runter. Sie kommen da runter, okay, und ziehen sich mal eben an. Dann können wir das gleich besser besprechen, ne? Okay. Ich will ein paar Sachen erklären jetzt zu dem Ultraschall. Frau Hölzer kam ja mit den Bauchschmerzen. Deswegen wollte ich zunächst mal tasten, ob die Gebärmutter noch zu ist, ob der Gebärmutterhals da unten schön fest ist und die Schwangerschaft gut hält. Und dann habe ich den vaginalen Ultraschall gemacht. Und da habe ich mich dann doch über eine Geschichte erschrocken. Also, Frau Hölzer, von der Größe her, vom Muttermundsbefund her ist alles gut. Es gibt eine Sache, die macht mich ein bisschen nervös, ne? Das ist im linken Herzen dieser weiße Fleck, sogenannter White Spot. Ein White Spot, oh mein Gott. Was wissen Sie denn, was das ist? Was ist das? Ich habe darüber gelesen. Also ich lese im Moment viel über das Thema Schwangerschaft. Das bedeutet doch, dass das Kind vielleicht krank, also dass es vielleicht behindert ist, oder? Das Kind könnte eine Trisomie haben. Das könnte tatsächlich eine Trisomie haben, die auf solche Sachen im Grunde genommen hinweist, ne? Es gibt verschiedene Arten von Trisomien. Die häufigste ist die Trisomie 21. Da ist das Chromosom Nummer 21 dreifach vorhanden. Darum heißt das Trisomie. Und das ist immer vergesellschaftet mit einem Kind, was geistig behindert ist. Die Ausdehnung bzw. das Ausmaß dieser Trisomie, das ist trotz allem ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sind ein Leben lang hilfebedürftig und andere können einiges im Leben auch ganz alleine machen. So, wenn wir das jetzt als einziges Zeichen haben, heißt das gar nichts. Aber wenn sowas zu sehen ist, empfiehlt sich immer, auch wenn man das selber bezahlen muss, eine Untersuchung in einem pränatologischen Zentrum, um zu gucken, hat unser Kind nicht noch andere Sachen, die dafür sprechen, dass es ein geistig behindertes Kind ist. Ein Morbus Down. Ne? Das hätte dann keinen Nasenknochen, das hätte kurze Oberschenkelknochen, eine dicke Nackenfalte. Das können wir aber hier nicht feststellen. Das muss schon ein Fachmann sein, der das macht. Der würde Ihnen auch Blut abnehmen, sich das angucken. Dann hätten wir in 14 Tagen den Befund. Da würden wir uns ja eh sehen und würden das dann gemeinsam noch mal besprechen. Wenn jetzt rauskäme, dass das Kind behindert ist, welchem Also man würde jetzt niemals aufgrund so einer Untersuchung sagen, das Kind ist behindert. Man würde dann immer noch sagen, lass uns Fruchtwasser nehmen, einmal da reinstechen, das Fruchtwasser untersuchen, gucken, ob da das entsprechende Chromosom dreimal, Trisomie, ob das dreimal da ist. Dann müssten Sie entscheiden, ob Sie dieses Kind bekommen wollen oder nicht. Ja, aber die Entscheidung ist doch natürlich klar. Natürlich werden wir das Kind bekommen. Okay, wenn das so ist. Mhm. Also du hast, ganz ehrlich, du hast keine Ahnung, was das für unser Leben bedeutet. Was es heißt, ein behindertes Kind großzuziehen, ja? Das würde unsere gesamte Lebensplanung völlig auf den Kopf stellen. Ja, und dann ist es halt auf den Kopf gestellt. Aber das ist mein Baby, das ist in meinem Bauch. Können wir das vielleicht zusammen besprechen? Ja? Ganz ehrlich, du kannst doch nicht so naiv sein und glauben, dass das ein Klacks ist. Ja, ganz ehrlich, also ich...
jetzt und an dieser Stelle werden wir nicht darüber reden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also auch wenn du das Kind haben willst, ob ich das Kind haben möchte und ob wir das überhaupt schaffen können. Es ist ja für den Moment, Entschuldigung, für den Moment bin ich... Ich möchte gehen. Tut mir leid. Herr Hölzer, es ist ja noch nichts entschieden. Punkt, Mann, das ist ja ein ganz kleiner, winziger Marker. Ich habe überhaupt nicht mit der heftigen Reaktion von dem Herrn Hölzer gerechnet. Ich kann nachvollziehen, dass der aufgeregt ist, wenn er sowas von mir hört. Der kommt ja nicht mit so einer Geschichte im Kopf hierher. Aber der ist ja hochgegangen. Das war für mich unbegreiflich. Ich habe gedacht, irgendwas hat der Mann noch anderes als das, was er hier zugibt. Was das sein könnte und ob Elena tatsächlich ein behindertes Kind erwartet, zeigt sich hoffentlich beim Folgetermin. Doch zunächst übernimmt die Gynäkologin während ihrer Sprechstunde die Behandlung einer unangemeldeten Patientin, die schnell ärztlichen Rat benötigt. Was Dringendes, was Eiliges, was Notfallmäßiges. Genau, ich habe Schmerzen in meiner Brust. Ich habe jetzt vor 10 Wochen meine Brüste gemacht, habe ich vergrößern lassen. Mhm. Und ich habe halt ein richtiges Brennen da drin, es ist Druckschmerz da. Was ist da eingelegt worden? Ich habe da Silikon halt drin. Und ich habe im Internet jetzt auch gelesen, dass es eine Silikose gibt, eine Krankheit. Und ich habe jetzt Angst, dass was mit meinen Implantaten sein könnte, weil ich echt lange darauf hingespart habe, um mir meinen Traum zu erfüllen. Und eine Silikose? Mhm. Jetzt dürfen Sie nicht böse sein, dass ich lachen muss. Aber wissen Sie was? Eine Silikose ist eine Lungenerkrankung. Ich bin kein Internist, ne? Aber eine Silikose kommt bei Leuten vor, die im Bergbau arbeiten. Wenn die früher, die Bergarbeiter, wenn die Quarz abgebaut haben, ne? Quarz kennen Sie, und haben das eingeatmet, dann hat sich die Lunge total verändert. Dann ist die hart geworden, man konnte nicht mehr atmen. Das ist eine Silikose. Aber das, was Sie haben, ist Silikon in der Brust. Ja. Ne? Also nichts, das ist erstmal nicht das Problem. Wir müssen nur mal gucken, warum die Brust so wehtut. Das kann ja nicht mehr von der OP kommen, wenn die 10 Wochen her ist. Schmerzpatienten versuchen wir natürlich immer dazwischen zu schieben. Und Frau Fink war so eine, wie sie mir erzählte. Man hat es ihr vielleicht nicht so angesehen. Sie hat das wirklich versucht zu überspielen. Aber das waren schon 2 Schlagargumente, die sie uns da gezeigt hat. Meine Güte, der ist aber eng, der BH, oder? Ja, das sind noch meine BHs von vor der Brustvergrößerung. Guckst du mal bitte, nehmen Sie mal Platz. Das ist noch der vor der Brustvergrößerung. Ja, ich finde, das macht ein schönes Dekolleté, weil es schön nach oben gedrückt ist. Kannst du mir ein paar Handschuhe bitte geben? Hör mal, das sehe ich aber so schon. Das ist ja total rot da unten, ne? Warum machen Sie das? Oder ist das entzündet? Nee, das kommt vom BH. Es brennt halt, aber... Du liebes Flöckchen. Ich finde halt, es macht eine schöne Figur dann, weil alles schön in die richtige Richtung gedrückt wird. Aber Sie sind doch eine ganz hübsche. Wirklich, das passt doch irgendwie toll. Machen Sie mal eben weg, dass wir mal gucken können, was mit der Brust los ist. Am Anfang bekommt man ja nach einer Brustvergrößerung sowieso einen Spezial-BH. Da hätte sie eigentlich merken müssen, dass das ein gut sitzender BH sein muss. Dass sie natürlich dann ihre alten BHs angezogen hat, damit die noch mehr Fülle hatten und nach oben kamen. Also ich habe es nicht verstanden. Entweder hatte sie eine schlechte Beratung oder sie hat nicht zugehört. Und wissen Sie was, warum das wehtut, kann ich Ihnen sagen. Hier ist die ganze Lymphe gestaut. Wenn Sie eine ganz enge Hose anhaben, ne, dann stauen sich ja auch das Bein ab. Mhm. Wer rennt denn mit einem dicken Fuß durch die Gegend oder mit so einer dicken Brust so gestaut? Was Sie machen müssen, ne, damit die Brust wirklich toll bleibt, damit die nicht so eine Kapsel entwickelt, da ist ja ein Fremdkörper drin. Das wissen die wenigsten, aber man bewegt die Brust am Tag. Man bewegt die unter der Dusche hoch und runter und das macht man ein paar Mal. Und dann beugt man dem vor, dass sich da eine ganz harte Kapsel bildet und dass man die nach ein paar Jahren, obwohl sie halten würde, wieder rausnehmen muss. Das können Sie machen, das ist was Gescheites. Aber dies hier ist ja Kiki. Wer macht denn sowas? Total rot. Frau Fink wollte ihre wunderschöne, frisch operierte Brust eigentlich noch mehr zur Schau stellen, als sie das eigentlich nötig hatte und hat die nach oben gedrückt wie verrückt. Und dann hat sie sich gewundert, dass sie Schmerzen hat. Sie kriegen jetzt von uns eine Lymphdrainage. Das würden wir normalerweise so nicht machen. Ja. Aber ich verschreibe Ihnen die jetzt, damit das jetzt wirklich rauskommt, das Wasser, was sich da gestaut hat. Und Sie versprechen mir, von hier direkt Dessous-Geschäft. Sagen hier, man hat gemutzt in der Klinik. Deswegen muss ich mir jetzt ein paar neue BHs kaufen, weil ich meine Brust wirklich malträtiere. Okay? Okay. Und dann sind Sie hinterher eine ganz glückliche junge Frau. Bei der 24-Jährigen konnte die Gynäkologin erfreulicherweise schnelle Hilfe leisten. Dagegen hat sich die Situation bei der schwangeren Elena offenbar weiter verschärft, als nach 2 Wochen die Testergebnisse aus dem vorgeburtlichen Diagnostikzentrum vorliegen. Hallo.
Wollen wir eben die Ergebnisse besprechen? Ja? Auf Ihren Mann noch warten? Ich bin mir nicht sicher, ob er kommen wird. Ich denke, das passt so. Sicher? Sind Sie ganz sicher? Ich fürchte ja. Als ich die Frau Hölzer nach 14 Tagen gesehen habe, bin ich erst mal davon ausgegangen, dass das Ehepaar schon längst miteinander gesprochen hat, dass die Wogen schon in irgendeiner Weise geglättet wurden. Aber da war ja alles noch schlimmer als vorher. Sie hatten, glaube ich, schon Fotos bekommen. Ne? Ja, die gebe ich Ihnen im Moment. Wie war es denn? Hat es Ihnen da gefallen? Ja. Da war es ganz nett, aber zu Hause war es katastrophal. Echt? Ja, es ist... Wir haben uns eigentlich nur gestritten. Und... Oder uns angeschwiegen. Irgendwie, es war... Seid ihr zu keiner Lösung gekommen? Zu nichts? Also, es ist sogar so, dass er seine Sachen genommen hat und jetzt erstmal zu seinem Bruder gezogen ist. Ach, das ist seit ein paar Tagen. Ich habe ihn gar nicht gesehen und der Termin heute, ich habe ihm das geschrieben. Er hat auch gelesen, aber er hat auch nicht geantwortet. Ach, hier sind ja die Bilder. Genau, das sind die Bilder. Aber das ist doch eine wunderschöne Nackenfalte. Da spricht auch alles gegen was Schlimmes hier. Das ist doch wunderschön. Das ist ja der Nacken hier hinten. Ja. Das ist doch eine ganz dünne Falte. Das ist doch toll. Das ist doch alles gut. Mir wurde noch nichts mitgeteilt. Bei der Pränataldiagnostik war ja im Ultraschall alles in Ordnung. Das, was ich mit Frau Hölzer noch besprechen wollte, waren die Blutergebnisse, bei denen wir ja nicht wussten, was da noch auf uns zukommen würde. Wir waren jetzt da. Komm rein. Ach. Da ist er. Kommen Sie einmal rein. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verspätet. Ich wollte gerade mit Ihrer Frau besprechen. Setzen Sie sich. Und hier ist der schriftliche Befund nochmal auf der Humangenetik. Bevor Sie irgendwelche Befunde jetzt verlesen, wollte ich noch eine Sache loswerden, Schatz. Es tut mir wirklich leid, wie ich mich beim letzten Mal verhalten habe. Ich war ein Idiot, mir ist eine Sicherung durchgebrannt. Ich habe mich aufgeführt für der letzte Vollidiot. Ach Gott sei Dank, sagen Sie das. Ja, ich liebe dich, ich liebe unser Kind. Und ich möchte, egal wie das Ergebnis jetzt ausfällt, das Kind mit dir gemeinsam großziehen. Ja, aber warum? Was war denn los mit dir? Ich habe das nicht verstanden. Und du hast es auch nie erklärt, auch zu Hause nicht erklärt. Ja, also... Das weißt du auch nicht. Ich hatte tatsächlich in meinem Elternhaus hatten wir Nachbarn bei uns auf der Etage. Die hatten ein Kind, das Trisomie 21 hatte. Ah, okay. Ich verstehe. Der kleine Junge ist immer von den anderen Kindern gehänselt worden und gemobbt. Und er hatte es einfach so unglaublich schwer im Leben, weißt du. Und die Eltern haben sich eigentlich nur gestritten. Sie hat ihren Job verloren und aufgeben müssen. Irgendwann folgte die Trennung. Und das wollten Sie nicht für Sie beide und für Ihr Kind. Jetzt verstehe ich das. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass uns beiden das auch passiert. Aber ich habe Zeit zum Nachdenken gehabt und ich habe erkannt, dass es mir einfach wichtiger ist, mit dir zusammen zu sein. Mit unserem Kind zusammen zu sein. Die Beichte von Herrn Hölzer hat uns, glaube ich, alle sehr berührt. Ich hätte mir nur gewünscht, dass er das vielleicht eher mit seiner Frau besprochen hätte. Denn das war schon ein Einschnitt in seinem Leben, so wie er uns das erzählte. Aber er hat ja die Kurve bekommen und hat ja Gott sei Dank vor der Diagnosestellung von Frau Dr. Trautner gesagt, dass er zu Frau und Kind auf jeden Fall steht. Aber darf ich Ihnen beiden denn jetzt mal was Schönes sagen? Dass alle Befunde unauffällig sind. Das ist... Bis auf diese blöden White Spots, die sich so häufig zurückbilden, nichts Auffälliges gibt. Ich will das mal erklären. Ich glaube, ihr habt das noch gar nicht verstanden. Das ist der Kopf, ne? Das ist die Wirbelsäule. Das ist die Brust vom Kind. Die Brust, witzig, ne? Ja. Und dann sieht man, dass euer Kind tatsächlich hier einen kleinen Knochen hat, einen Nasenknochen. Das heißt, ein dicker, fetter Marker ist gar nicht da. Das Kind hat wird eine wunderschöne Nase kriegen. Das ist die Frage von wem nachher. Das wird wohl ihre sein, und hier, das ist hinten die Falte im Nacken. Die ist sowas von popelig dünn. Auch das ist kein Marker für eine Trisomie. Was für eine Freude, den beiden sagen zu können, die Ergebnisse sind top. Die Wahrscheinlichkeit aufgrund aller vorliegenden Befunde, dass es ein Kind wird, das nicht gesund ist, ist wesentlich geringer, als hätten wir den Test nicht gemacht. Und das war für die beiden, glaube ich, die Rettung in dem Moment.
Elenas Schwangerschaft verlief ohne weitere Komplikationen. Auch die sogenannten White Spots des Babys bildeten sich im Mutterleib komplett zurück. Die 33-Jährige und ihr Mann David wurden knapp 6 Monate darauf Eltern eines gesunden Mädchens.